Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Dschungel Challenge. Dies ist Teil 8. Diese Challenge wurde ausgedacht vom Daniel von Simfans.de und seinem Team. Ja, und hier noch der kleine Spoiler-Hinweis. Wenn ihr diese Challenge selber spielen wollt und keine Spoiler sehen wollt, dann spielt besser zuerst und guckt dann dieses Video an. Wenn ihr aber keine Angst vor bösen Spoilern habt, könnt ihr gleich weitergucken. So, und jetzt darf Isolde hier weitermachen. Sie hat gerade das Feuer neu mit Brennstoff versorgt. Ich würde sagen, ich lasse sie jetzt einfach noch eine Runde schlafen. Es ist ja auch noch mitten in der Nacht. Aha. Oh, jetzt hier schnell Brennstoff hinzufügen. Weaver. Jo, Herzschmerz. Noch hat sie keinen Verrücktheitsanfall gekriegt. Aber sie wird immer dreckiger. Okay. Ich lasse sie jetzt noch mal ein bisschen was essen. Noch hat sie Avocados. So, und dann könntest du auch noch ein Salbei essen. Und dann schläfst du einfach noch eine Runde. So. Na, das nächste Mal ist dann auch Tag. Dann ist sie auch fast ausgeschlafen. Wieder Brennstoff hinzufügen. Ich dachte schon, sie kriegt jetzt ihren Verrücktheitsanfall. Aber leider nicht, es war nur irgendein Viech. Wolltest du nicht Holz drauf werfen? Naja. Ich habe jetzt leider immer noch nicht rausgefunden, ob es mehr oder länger hält, das Feuer, wenn man zweimal hintereinander Brennstoff hinzufügt. Ich gucke jetzt einfach mal, es ist jetzt 7:15 und wie lange das hält, bis es wieder anfängt zu glühen. Da muss ich es natürlich im Auge behalten. Ah, blindwütig, Potz 1000. Wütend. Naja, das will ich ja nicht, dass sie wütend wird. Ist ja scheint's auch nicht so schlimm. Sondern sie soll hier ihre Attacke kriegen, wo sie mit sich selber redet die ganze Zeit und sehr schnell ihre Sozialwerte verbessert. Nun gut. Oh, jetzt sind wir hier schon wieder draußen. Lass ich sie jetzt erst ein bisschen gärtnern. Ja. Ja, weil die Blase drückt sie noch nicht zu arg und die Hygiene ist auch noch so im Rahmen. Jetzt könntest du hier mal jäten. Und dann erntest du mal. Soll ich sie gleich alles ernten lassen? Na, ich sag erstmal alle gießen und dann alles ernten. Und dann schauen wir mal, wie weit sie kommt. Die anderen Salbeipflänzchen lassen noch auf sich warten. Ich habe den Eindruck, dass das hier irgendwie langsamer wächst. Aber das kann ja kaum sein. So. Und was heißt es hier? Ah ja. Sieht so aus, als gäbe es momentan nichts mehr zum Ernten. Ja, das dachte ich mir auch, dass hier die ganzen Pflanzen zu weit auseinander sind. So, gegen Käfer einsprühen auch noch. Na, dann ist er aber gut beschäftigt. Avocados ernten und hier Peppbeeren ernten. Oh, der trägt nur Peppbeeren. Ist ja auch erstaunlich. Hm. Irgendwie verhalten sich die Gartenpflanzen hier etwas merkwürdig. So, die Hygiene wird langsam schlechter. Ah, der Urlaub dauert noch einen Tag. Ich guck mal, ob sie das hier direkt verlängern kann. Urlaub verlängern. Geld hat sie ja. Ja, da ist sie jetzt schon beschäftigt mit dem Garten. Aber der stellt ja ihre Ernährung sicher.
So, hier kannst du auch noch mal jäten und gießen und dann ernten. Und hier auch. Ah, die Warteschlange ist schon zu lang. Ja, hier, der dauert auch ewig. Bis der mal wächst. Und war da nicht noch so einer? Oder ist das der? Nee, hier ist noch einer. Ein winzig kleiner. Mietzeit verlängern, 7 Tage. Okay, dann werden wir damit nicht behelligt. So, wo steckt sie jetzt? Da steckt sie. Sie stinkt inzwischen ganz ordentlich, aber dann lohnt sich das Baden wenigstens. Und sie hat jetzt Level 3 der Gartenfähigkeit. Ich habe nochmal geguckt, ab Level 4 kann man mit den Pflanzen sprechen. Das ist ganz gut. Aber auch das Sprechen mit den Pflanzen ist eine zeitaufwendige Angelegenheit. So, jetzt kannst du hier mal gießen und ernten. Und ich denke, hier muss man auch mal gießen. So. Hier gibt es auch wieder nur Peppbeeren. Aber zur Ernährung ist das ja egal, ob es nur Peppbeeren gibt oder auch andere. Und den hier, gießt du den gleich mit? Mal gucken. Ja, den gießt du gleich mit. Sehr gut. Aber ich denke mal, den hier muss man bestimmt separat gießen. Ne? Der will gar nichts. So. Es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn ich die ganzen Pflanzen in eine Ecke gepackt hätte. So. Jetzt lasse ich sie hier mal Brennstoff hinzufügen. Ah ja, das ist jetzt gerade mal 3 Stunden her und das Feuer ist jetzt am Glimmen. Und wer weiß, wie lange schon. Vielleicht, wenn sie mal tanzen übt ganz lange, dann kann ich genauer sehen, wann es anfängt zu glimmen. So, jetzt darfst du noch ein bisschen was essen. Ein Frühstück hast du dir redlich verdient. So. Jawohl. Und noch eine. Ja, wir schwimmen gleich zum Pipi-Busch. So. Und noch ein Salbei essen. Ja, jetzt geht's ab zum Pipi-Busch. Und geh mal hierher und schwimm mal dahin. So, jetzt fühlt sie sich schon unwohl. So viele rote Werte hatten wir nur selten. Aber dafür lohnt sich das Pinkeln dann jetzt so richtig. Ich denke mal, wir können es vielleicht schaffen, dass sie nur einmal am Tag pinkeln gehen muss. Das wäre doch praktisch. In den Pool springen. Ah, ihr hattet mir auch alles Mögliche vorgeschlagen. Ich solle ihr doch einen Hund erstellen, damit sie nicht so einsam ist. Ja, darf man nicht. Und ich soll ihr einen Unterschlupf machen, damit sie einen Unterschlupf hat, darf man auch nicht. Das ist ja eine Challenge, die möglichst schwierig sein soll, mit ganz bestimmten Regeln. Ja, und die nutze ich schon ganz gut aus. Also ich nutze hier alle Möglichkeiten, die so verfügbar sind. Zum Beispiel der Pipi-Busch. Und der Swimmingpool und die Pflanzen, die sie zum Essen ernten kann. Und die Tatsache, dass sie unberechenbar ist und mit sich selbst sprechen kann. Aber da warte ich jetzt momentan noch drauf, dass sie so eine Art Selbstgesprächsattacke kriegt. Dann kann sie nämlich ihr Sozialbedürfnis sehr viel schneller hochbringen. So. Jetzt ernte hier mal alles.
Und mit den Selbstgesprächen, die sie so normal führen kann, also die sie jetzt führen könnte, da dauert es Ewigkeiten, bis ihr Sozialbedürfnis hochgeht. So, jetzt eine ordentliche Runde Runden schwimmen. Bis der Dreck sich so in Grenzen hält. Mache ich hier auch mal etwas schneller. So, hier nochmal Runden schwimmen. Na komm, Runden schwimmen. Jawohl, los, los, schwimmen. Okay. Das dürfen wir jetzt nicht zu viel Zeit mit verbringen, weil es noch so viel anderes zu tun gibt. Oh, und ich muss mal nach dem Feuer gucken. Ja, okay, gut. Ja, jetzt ist sie im Grünen, das ist gut. Hier in den Pool springen. Und dann hier hingehen. Dann zum Feuer gehen. Und wieder Brennstoff hinzufügen. So, wo steckt sie? Ah, sie schwimmt noch. Aber sie ist ja jetzt mit den paar Runden halbwegs sauber geworden. So, jetzt kannst du aufhören, meine Liebe. Das hat sie jetzt auch vor. Ah, und sie ist glücklich, weil sie eine Erntepflanze gegessen hat. Das ist gut. Dieses Moodlet hatte ich so ein bisschen vermisst. Was haben wir hier jetzt alles so für Erntefrüchte? Oh, jede Menge. Sie hat echt Berge zu essen. Oh, und bestimmt ist die Kuhpflanze auch schon sehr hungrig. Aber ich würde sagen, erst das Feuer und dann die Kuhpflanze. So. So. Okay. Jetzt ist etwa 14 Uhr. Und ab zur Kuhpflanze füttern. Und wenn sie dann gerade schon da ist, kann sie auch gleich noch eine Skulptur herstellen. Dann lasse ich sie noch eine Pferdeskulptur machen. Und dann müsste sie eigentlich auch bald den nächsten Level kriegen. So, das können wir ein bisschen beschleunigen. Ich versuche mal, ob ich hier... Ah, das Feuer ist schon wieder so weit runtergebracht, dass es brennt, dass es nur noch glimmt. Das heißt, das geht ruckzuck. Und aber die Zeit, die es dann glimmt, geht über mehrere Stunden, nehme ich an. Ja, aber das ist schon immer beunruhigend. So, okay, jetzt füg nochmal Brennstoff hinzu. Und dann mach hier noch eine... Oder wir probieren es mal, ob zweimal Brennstoff hinzufügen mehr bringt. So, Skulptur herstellen, Pferdeskulptur. Naja, ich habe schon den Eindruck, dass zweimal Brennstoff hinzufügen das länger am Laufen hält. Wäre ja auch in echt so. So, jetzt hat sie den Levelaufstieg, wunderbar. Ach, und die Kuhpflanze ist schon wieder hungrig. So. Ja, Kuhpflanze füttern, meine Liebe. Kein Romantikfestival für uns. Ah, das brennt jetzt immer noch. Okay, dann mache ich künftig also zwei Runden Brennstoff hinzufügen.
Vielleicht kann man auch drei. So, jetzt Skulptur herstellen. Jetzt gucke ich mal, wenn sie jetzt eine Liebesbeere ist. So, ist mal eine Liebesrauschbeere. Ob sie dann erfolgreich kokett wird? Jawohl. Skulptur herstellen, kokette Skulptur. Na prima, das wäre dann schon mal die erste. Das Feuer ist noch am Brennen. So, ist natürlich ein bisschen schade, wenn man das Feuer so beobachtet, dass man dann nicht näher zu ihr rangehen kann. Aber ich denke mal, wenn ich erstmal ein Feeling dafür habe, wie lange das Feuer durchhält, dann muss ich auch nur auf die Uhr gucken. Und dann weiß ich, wann es wieder nötig ist. Und dann können wir sie auch wieder genauer beobachten. So, es ist jetzt auch schon früher Abend. Ja, das Sozialbedürfnis ist inzwischen rot. Da bin ich mal gespannt, ob irgendwann ihr verrücktes Selbstgesprächverhalten anfängt. Das Intensive, wo sie dann schnell sozial wieder gewinnt. Darum, also normalerweise würde ich sie jetzt immer regelmäßig mal mit sich selbst sprechen lassen, damit ihr Sozialbedürfnis halbwegs gedeckt bleibt. Aber ich will es jetzt drauf ankommen lassen, um zu sehen, an welchem Punkt sie anfängt, wie eine Verrückte mit sich selbst zu sprechen, weil sie dann halt in sehr viel kürzerer Zeit ihr Sozialbedürfnis stillen kann. Darum lasse ich sie da jetzt so ins Rote reinlaufen. Ja, und der Hunger ist, glaube ich, noch okay. So, sie bastelt und bastelt. Ich mache es mal ein bisschen schneller. So, jetzt ist sie anscheinend fertig. Mal gucken, was sie da gebastelt hat. Oh. Eine schlechte, kokette Skulptur. Ob die zählt? Wahrscheinlich, weil sie sehr traurig ist. Naja, vielleicht kriegen wir ja noch drei bessere hin. Jetzt, was machen wir jetzt am sinnvollsten? Das Feuer brennt ja jetzt die ganze Zeit sehr gut. Geh einfach mal hierher. Und dann kannst du noch mal was essen. Oh, und jetzt Brennstoff hinzufügen. Gleich zwei. So. Sehr gut. Kann man auch noch ein drittes Mal? Wir probieren das mal. Ja, das geht. Wir probieren auch noch ein viertes Mal. So. Und jetzt kannst du noch eine Avocado essen. Und mal gucken, was macht der Hunger. Ja, jetzt kannst du... Nee, jetzt wird noch nicht geschlafen, aber bald. Du kannst hier noch eine Peppbeere essen. Davon hast du besonders viele. Und dann kannst du noch mal tanzen üben. So. Ah, die Blase ist jetzt schon so zu einem Drittel bedürftig. Und die Hygiene ist schon wieder gelb.
Aber ich denke mal, damit kommen wir trotzdem durch die Nacht. Die Hygiene kriegt sie ja sowieso nicht ganz ins Grün, sondern nur so, dass es gerade so im Grünen ist. So. Das können wir auch ein bisschen schneller machen. Dann steigt wenigstens ihre Laune. Und dann lasse ich sie gleich mal schlafen. Jetzt kommen auch gleich Fledermäuse. Ah, der Level steigt aber nur langsam. Vielleicht weil sie müde ist. Ah, obwohl sie sich so toll verrenkt. Jo. Ob ich sie jetzt gleich mal schlafen lasse? Na, ich warte noch, bis der Spaß ganz voll ist oder so. Weil sie muss ja auf alle Fälle hier mit dem Tanzen weiterkommen. Und solange der Spaß noch steigt, hat sie ja auch was davon. So. Ja, wie weit ist sie jetzt? Ja, da wird sie schon noch ein paar Runden tanzen müssen, bis sie Level 3 hat. Und dann wird sie auch nicht gleich auf Anhieb ihren Feuertanz gut hinkriegen. So, ich denke, du kannst jetzt mal aufhören. Leg noch mal ein paar Mal Brennstoff dazu. So. Und dann hoffen wir, dass die Blase bis morgen durchhält. Zur Not kann sie ja auch zwischendrin in den frühen Morgenstunden hier werf noch mal Brennstoff rein. Ja, du stinkst, meine Liebe, ich weiß. Wenn du zum Pinkeln schwimmst, kannst du auch so. Und ja, du musst auch mal. Aber ich würde sagen, einmal schlafen machen wir noch. Und vielleicht lasse ich sie dann doch mal... Naja, jetzt ist schon 4. Das ist gut, es wird hell. Dann muss sie zumindest nicht im Dunkeln pinkeln. Okay. So. Nochmal Brennstoff und vielleicht am besten gleich nochmal. Ein Happen Essen. So. So, so. Ja, und noch so eine Peppbeere. Dann bist du auch nicht mehr traurig, sondern total peppig. Und jetzt, ja, jetzt geht's zum Pinkeln. Hier. Hier hingehen. Hierhin schwimmen. Und in den Pool springen. Und vielleicht pinkelt sie dann auch in den Pool. Aber das macht nichts. Da werden sie nicht so dreckig, wie wenn sie sich in die Hose pinkeln. Da werden sie dann nämlich so dreckig, dass sie ziemlich lange schwimmen müsste. So, in kleinen Tippelschritten. Das ist natürlich immer der Nachteil, wenn sie erstmal im Tippelschrittmodus sind. Weil sie dann für alles länger brauchen. Und ich denke mal, heute Nacht lasse ich sie dann nicht so lange tanzen, sondern schicke sie wieder früher ins Bett. Oh, und was mir gerade einfällt, die Folge ist jetzt eigentlich schon ziemlich lang. Ich glaube, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.